Die deutsche Nonne, Schwester Hatun, die ist so ein Mensch. Sie ist ständig unterwegs, weil sie das furchtbare Schicksal irakischer Flüchtlinge nicht mehr loslässt. Irakische Christen, die in Nachbarländer geflohen sind. Sie reist mit nur einem kleinen Rollkoffer, Fotoapparat und Videokamera, dokumentiert das Leid und hilft. Und wir zeigen zum ersten Mal exklusiv ihre Aufnahmen. Stefan Meining. Kein Mensch weiß, was im Kopf dieses Mädchens vorgeht. Vor 2 Jahren wurde die kleine Dalia im Irak entführt, misshandelt, missbraucht. Erst nach der Zahlung von $13.000 Lösegeld haben sie ihre Häscher wieder freigelassen. Die Familie flieht aus dem Irak. Dalia steht seitdem unter Schock. Kein einziges Wort ist seit diesen furchtbaren Erlebnissen mehr über ihre Lippen gekommen. Jeder, der solche Bilder sieht oder Videoabschnitte, sie sollen sich selbst in der Lage dieses Mädchen versetzen. Es ist... Man kann nicht darüber reden. Dieses Mädchen, das sie unter Trauma, sie braucht jetzt richtige Therapie. Sie braucht Trost, Mut, Hilfe. Die tiefgläubige Nonne Hatune Dogan wurde in der Türkei geboren. Sie lebt in dem syrisch-orthodoxen Kloster St. Jakob von Saruk im westfälischen Warburg. Das Kloster ist das geistige Zentrum der kleinen uralten christlichen Gemeinde aus dem Orient in Deutschland. Gesungen und gebetet wird in Aramäisch, der Sprache von Jesus Christus. Seit 2 Jahren reist sie in die Elendsquartiere des Nahen Ostens, um christlichen, aber auch muslimischen Flüchtlingen aus dem Irak zu helfen. Unermüdlich, wo immer es geht, wann immer sie Spendengelder erhält. Diese Leute, die haben alles verloren. Haus, Besitz, Arbeit, Land allgemein. Dann noch dazu, die sind von... wir sagen, von Regen weggeflüchtet. Die sind jetzt unter der Traufe gekommen. Die sind wieder in islamische Länder reingekommen, wo sie keine Rechte haben. Anschließend kehrt sie immer wieder in ihr Kloster nach Warburg zurück, um Kraft zu sammeln. Wie im Mai 2008. Wenige Tage später heißt es dann erneut Abschied nehmen. Völlig überraschend hat ihr das Bistum Augsburg 15.000 Euro zur Verfügung gestellt. Es ist die bislang größte Spende für Schwester Hatune und ihr Hilfswerk. Still und unerkannt reist Schwester Hatune aufs Neue in den Nahen Osten. Reiseziel sind auch diesmal die Elendsquartiere der Region. Immer dabei ihre kleine Kamera. Wir haben heute so 138 Familien diese Nahrungssäcke besorgt, um das zu verteilen, gleich von den Irak-Flüchtlingen. Wir geben jede Familie diese Produkte. Die Lebensmittel werden vor Ort mit dem Geld aus Augsburg gekauft und von Hatune und ihren Helfern an die Ärmsten der Armen verteilt. Die Not der Menschen ist unbeschreiblich. Viele Aufnahmen sind so entsetzlich, wir können sie im Fernsehen nicht zeigen. Dieser junge Flüchtling wurde im Irak Opfer eines Attentats. Er ist querschnittgelähmt. Einen Arzt kann er nicht bezahlen. Schwester Hatune kann wenigstens die Wunden notdürftig versorgen. Immer wieder berichten ihr Frauen von furchtbaren Erlebnissen. Der Mann dieser jungen Christin wird ermordet. Sie wird auf den Bauch geschmissen, auf ihr wird herumgetrampelt. Sie verliert ihr ungeborenes Kind, dann flieht sie völlig mittellos. Schwester Hatune tröstet, versucht mit Geld zu helfen. Aufnahmen von Flüchtlingen in den Nachbarländern des Irak. All diese Menschen haben nur ein Ziel, raus aus dem Wahnsinn. In Augsburg besuchen wir den Mesopotamienverein. Als Christen werden überhaupt nicht anerkannt. Während die EU die Entscheidung über eine Sonderregelung für irakische Christen vertagt, reist Schwester Hatune nach Berlin. Sie hat einen Termin beim Evangelischen Arbeitskreis der Union im Konrad-Adenauer-Haus. Das sind die Mädchen, die entführt worden sind. Das hat Gesichter, also damit sie nicht erkannt werden, haben ihre Gesicht so auf diese Art und Weise entführt. Der Staatssekretär im Bildungsministerium, Thomas Rachel, leitet den Evangelischen Arbeitskreis. Deutschland müsse, so Rachel, beim Thema Sonderregelung vorangehen.
Ich glaube, es ist wichtig, und das wollen wir auch als evangelischer Arbeitskreis der CDU-CSU deutlich machen, dass hier religiösen Minderheiten, vor allem den Christen, wirklich die Vernichtung droht. Sehe und umarme, ein Stück von meinem Leben ist auch mit ihr tot. Ich habe keinen Tränen mehr. Ich bin von einer Seite verstummt, von andererseits sprachlos. Ich bin ein bisschen durcheinander auch durch diese Erlebnisse, weil ich selbst für mich noch nicht verarbeitet habe. Ja, meine Damen und Herren, nach diesem kleinen Einspieler, der uns sicherlich alle beeindruckt hat, möchte ich Sie erstmal ganz herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Veranstaltung hier. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Bernd Schreiner, ich bin der Kreissprecher der AfD hier in Dortmund. Und wie gesagt, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Ich freue mich auf unseren heutigen Ehrengast und Rednerin, die Schwester Hatoune Doga. Nicht unerwähnt bleiben soll von meiner Seite, dass wir die Einladung hier unserem Schatzmeister Werner Selbowski zu verdanken haben, der durch persönliche Kontakte es geschafft hat, Schwester Hatoune hier zu uns zu bringen. Bravo. Bevor wir jetzt uns auf den Vortrag von Schwester Hatoune freuen, möchte ich Ihnen gerne noch ein paar Hintergrundinformationen geben über Schwester Hatoune. Schwester Hatoune wurde in der Osttürkei geboren, syrische orthodoxe Minderheit und war dort verfolgt. Mit 15 Jahren hat sie die Türkei verlassen und floh nach Deutschland. Mit 18 Jahren trat sie in den Orden, jetzt muss ich gucken, ja, Sankt Ephraim der Syrer ein, ja, in Holland. Ihre Ausbildung zur Gemeindereferentin absolvierte Hatoune Doga in Mainz, so, in der katholischen Fachhochschule. Ab 1992 arbeitet sie in syrisch-orthodoxen Gemeinden im Raum Paderborn und lebt in einem Kloster bei Warburg. Schwester Hatoune arbeitet und engagiert sich auch in Krisenregionen, so zum Beispiel in Indien. Dort kümmert sie sich um Informationen und sammelt Geld und Spenden. Darüber wird sie sicherlich gleich ausführlich berichten. Um diese Arbeit zu optimieren, gründete sie die Schwester Hatoune Stiftung mit Sitz in Warburg, die eben diese gemeinnützige, mildtätige und karitative Arbeit leistet. Die Stiftung unterhält Sektionen in Europa, Asien, dem Mittleren Osten und in den USA. Für ihre aufopfernde Arbeit wurde Schwester Hatoune mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und mit dem, jetzt muss ich wieder gucken, Stephanuspreis, jawohl, der also ein ganz wichtiger Preis ist hier für Schwester Hatoune. So, alles Weitere wird Ihnen Schwester Hatoune selbst berichten und ich freue mich jetzt gemeinsam mit Ihnen auf den Vortrag. Ich grüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist schon erwähnt, brauche ich meinen Namen nicht mehr zu sagen. Auf jeden Fall, ich bin Gott dankbar, dass ich heute hier unter Ihnen lebendig sein darf. Und dankbar, dass Sie mich hier eingeladen haben und Ihnen direkt aus erster Hand, sagt man, Informationen gebe über unsere Arbeit, aber Schwerpunkt Nahen Osten und was auf uns hier in Europa zukommt. Das ist unsere Kernaussage heute. Warum sage ich, ich danke Gott? Ich kann mal einen kleinen Ausschnitt von meinem direkt da reinspringen. 2016 war ich 11 Mal im Nahen Osten, natürlich nicht in Urlaub. Mein Ziel ist, den Menschen vor Ort zu helfen, dann brauchen sie gar nicht hier hinzukommen. Ich kann Ihnen garantieren, wenn diese Gelder, die hier verschwendet werden, unbetreute Kinder, unbegleitete Kinder und was weiß ich alles. Wenn das alles da runterkäme, kann euch garantieren, dass das nicht so viele Flüchtlinge hier wären. Genau. Von meinen Erkenntnissen kenne ich auch, ich sage nicht garantieren, aber
zu 99%, dass etwa 80% der Flüchtlinge falsche Flüchtlinge sind oder Wirtschaftsflüchtlinge oder aus anderen Gründen gekommen sind, aber nicht aus Lebensnot oder dass sie verfolgt werden. Ich hatte, glaube ich, auch Ihnen mal schon mal oft gesagt, Europa, nicht nur Deutschland, Deutschland im Vordergrund, weil am stärksten Land ist in Europa, die Wölfe reingelassen und die Schafe draußen gelassen. Warum sage ich das? Weil ich selber fast jeden Monat da bin und ich sehe, wer da geblieben ist und wer hier hingekommen ist. Da sind junge Männer, die hier hingekommen sind. Diese jungen Männer mussten eigentlich da bleiben und ihr Land aufbauen. Nein, die kommen hier hin und die lassen die Witwen, die missbrauchte Mädchen und Frauen und Kinder lassen die da und die kommen hier. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Meiner Meinung nach ist nicht richtig. Ich bin selbst Flüchtling gewesen. 85 sind wir hier hingekommen. 84 hat mein Vater ein neues Haus gebaut. Vorhin hatte ich das Bild gezeigt. Mein Dorf saß Südosttürkei etwa 40 Kilometer weit von syrischer Grenze, etwa 80 Kilometer weit von der irakischen Grenze, oben Iran und dann Aserbaidschan, diese Ecke. Diese Ecke nennt man Tur Abdin. Tur Abdin bedeutet Berg der Einsiedler. Gibt und gab nirgendwo so viele Kirchen und Klöster wie in dieser Gegend, bis heute. Okay, viele sind in Stall oder in Moschee oder Ruinen geworden, aber die Gebäude sind gebaut worden, einmal. Diese Gegend, der Tur Abdin-Gegend, ist gebirgiges Land. Wir sind noch Aramäer da geblieben am Leben, aramäische Kultur, Sprache, christliche Kultur. Warum? Weil in den größten Kriegen haben meist Großstädte konvertiert, gezwungen, geschlachtet. Das war gebirgig. Die haben immer gesagt, ach, es lohnt gar nicht, in diese Berge zu steigen. Es gab sowieso keine Straßen damals. Aber leider, 1915 war auch das dran. Über drei Millionen Menschen, Christen aus allen Konfessionen. Es wird heute armenische Völkermord gesagt, weil das an Mehrheit oder an Zahlenmehrheit, obwohl nicht so viel Mehrheit, waren aber immerhin zahlenmäßig Mehrheit, Armenier betroffen waren, im Vordergrund waren. Das nennt man armenische Völkermord. Aber nein, das stimmt gar nicht. Das war christliche Völkermord von gesamte heutige Südosttürkei und, oder gesamte Türkei und Anatolien und diese Gegend. Über 3 Millionen Menschen, weil sie Christen waren. Also ISIS hat nicht heute und gestern angefangen, ISIS hat mit Mohammed angefangen. Was heute ISIS macht, hat haargenau Mohammed gemacht. Das machen die nach, nicht was anderes. Und alles, die Ursache ist hier drin. Das ist leider zerfallen, falls weil ich so viel drin gearbeitet habe, das ist der Koran. Niemand redet die Wahrheit, dass das die Ursache dieser Gewalt hier drin ist. Warum? Weil im Koran selber steht, wer Koran leugnet oder in Frage stellt, muss getötet werden. Die Islam selber trauen sie sich nicht zu sagen, da steht das. Wir haben selber eins, auch wenn die anders denken würden. Islamismus ist Glaube des Jagens, Verjagens, Dschihad, Kämpfen, Töten, Verfolgen. Das ist das mehr nicht. Von Anfang an, Mohammed hat diese Glaube mit Feuer und Schwert gegründet. Er selber hat die Beute geplant, also ich meine, der Überfall an die Karawanen geplant. Durch diese Beute hat er die Kämpfer, wie heute ISIS, das machen und rekrutieren. Das genau haargenau dasselbe mit dem Geld. Und dann den anderen Karawanen überfallen und dann dörfermäßig, dann wurden die so auf einmal nach und nach stark geworden, etwa in 200 Jahren, dass sie über gesamte Asien bis Indien, bis China und was weiß ich beherrscht oder herrschen konnten. Wie konnte das so schnell sein? Genauso die unter der Methode heute ISIS. Aber leider ISIS, die haben heute von uns Christen oder Westen, Amerika und Europa leider Gottes viel Unterstützung bekommen. Damals war auf eigene Kräfte, eigene Barbarei, Überfälle selbst motiviert.
Mohammed selbst hat in nahen Mekka, er hat 800 Juden mit seiner Gruppe geschlachtet. Mohammed selbst ruft zu Krieg in seine Sprüche, Hadithen, Suren, Scharia, Koran. Ich habe ein Team in Ägypten, die haben Forschung darüber gemacht. 36.852 Mal attackiere, bekämpfe, töte. Was erwartet man von so einem faschistischen Glaube? Ist kein Glaube eigentlich, aber es ist Glaube geworden, ist Ideologie, faschistische Ideologie. Die Europäer sagen, ja, das ist Deutungssache, dies und jenes. Später komme ich jeder einzelne, ich kann euch beweisen, wovon ich spreche hier. Ich komme zurück, was ich erlebt habe als Christen in Südosttürkei. Unser Dorf war von 5 islamischen Dörfern benachbart. Oder die christlichen Dörfer wurden leer geräumt, da haben die Islam übernommen. Und wir waren trotzdem noch, bis heute ist mein Dorf leider Gottes ganz leer. Seit 1993 wurden die mit Peitschen westliche, groß 17 christliche Familien weggeworfen von den von türkischen Soldaten. Seitdem ist leer, ist Ruine geworden. Aber trotzdem, 2008 kamen die Katasteramtsleute, die haben die Besitzer da hatten, die mussten zeigen, die Grenzen, nochmal registriert. Aber nicht von unseren Vorfahren, sondern so eine Art Neubesitzer. Das heißt, damit wir nicht zeigen können, wir sind die Aramäer-Ursprung hier. Also wir sind Neubesitzer geworden. Obwohl wir sie waren Besitzer, aber nein, wir sind Neubesitzer. Das heißt, wir haben Art gekauft. In diesem Jahr, also vom Kind bis 14. Lebensjahr, Ende 14. Lebensjahr, bin ich versucht worden, viermal vergewaltigt zu werden. Gott sei Dank, letzte Minute hat mich Gott gerettet, dass ich noch okay bin, aber die Erfahrung habe ich gemacht. Deshalb heute setze ich mich für missbrauchte Frauen und Mädchen ein, weil ich weiß, was sie durchgemacht haben. Ich musste mit 6. Lebensjahr zur Schule gehen. Ein Christ dürfte nie Beamter werden. Bis heute. Türkische Schule ist 60er Jahre gebaut worden. Und in dieser Schule sind wir alle Christen und der Lehrer ist Moslem. Der bekommt von der türkischen Staat das Befehl, jeden Freitag Koranunterricht 2 Stunden. Wir Kinder haben durch unsere Eltern, also die haben uns motiviert, einheitlich dagegen protestiert. Wir haben gesagt, wir sind nicht Moslem, wir nehmen keinen Koranunterricht an. Dafür mussten wir jeden Freitag geschlagen werden mit Metermaß, ein Kubik, 4 quadratisch und Linien drauf, dass sie Stoff damit gemessen haben. Aus Stahl, nicht aus Holz. Mit dem Stock wurden wir immer geschlagen. 4 auf diese Hände, wir sind Erstklässler, können Sie mal vorstellen, 6-jährige Kinder. Wir mussten unsere Hände aufmachen und 4 auf diese Hand, 4 auf diese Hand. Jede Freitag. Weil wir Koran Unterricht nicht mitgemacht haben. Dann dürfen wir nach den Schlägen dürften wir spielen oder Sport machen oder malen oder was weiß ich, was dann ist. Aber einheitlich. Wir haben nie uns verraten, dass einer gesagt hat, ich mache mit oder so. In 3. Klasse, also unsere Muttersprache Aramäisch war total verboten, auch in der Pause. Wenn jemand sprach, der musste geschlagen werden wieder. Leider Gottes oft, weil ich die Beste war in der Schule, möchte ich es nicht hier angeben. Ich wurde als, ja, Schulsprecherin gleichzeitig der aramäisch sprechende Mensch, muss ich dir seinen Namen schreiben, damit er in der Klasse geschlagen wird von Direktor oder Lehrer. Ich habe natürlich nicht getan, aber wenn der Lehrer da war, gehört hat, dann hat er mich geschlagen, weil ich das nicht geschrieben habe. Nur wo der Lehrer da war oder gehört hat, dann habe ich den Namen geschrieben, sonst nicht. Und oft bin ich auch selber geschlagen worden, weil ich nicht geschrieben habe. Und in 3. Klasse, in der Schneepause, wir sind in der Klasse, weil das Schnee war, wir hatten noch frei eigentlich, zeitmäßig, hat noch nicht geschillt. Ein mein Mitschüler, Habib, hat versucht, seinen Namen zu schreiben an die Tafel. Ich weiß nicht, Direktor hat vielleicht von draußen gesehen, die Klassen waren unten tief. Ich weiß nicht, plötzlich war er in dem Raum,
wir aus Angst natürlich, wir mussten an unserer Stelle uns Salut geben, weil er hat am ersten Schultag gesagt, seit ab heute seid ihr türkische Soldaten, nicht mehr Schüler, nicht mehr Ketzer, sondern türkische Soldaten. Ab heute dürft ihr nicht mehr in die Kirche gehen, ob Sonntag, wann Sonntag, obwohl Sonntag schulfrei ist. Wenn ihr zur Kirche geht, ihr werdet geschlagen, das sollt ihr damit rechnen. Manche haben versucht, sogar wurden die geschlagen. Deshalb bin ich 5 Jahre nicht in der Kirche gewesen, wo ich in der Schule war. Außer Totengedächtnis am 2. Ostern, am Montag. Da haben wir sogar frei bekommen, weil das Gedächtnis der Toten. Und jetzt, dieser Lehrer, dieser Direktor sagt, ich habe euch doch gesagt, es ist verboten. Ketzer leben, das heißt Ungläubige leben, hier in dieser Schule ist verboten. So, jetzt kommt er rein, er sieht, der dreht nach hinten, ich glaube, hat er vom Fenster gesehen. Er dreht nach hinten, das Kind hat nicht mehr geschafft zu löschen, was er geschrieben hat. Er hat eine Silbe geschrieben an die Tafel, aramäisch. Dreht er sich so und er sagte, brüllte wie ein Löwe in der Wüste, der sagte, welche Ketzer hat diese Ketzerbuchstabe an die heilige türkische Tafel geschrieben? Natürlich haben wir geschwiegen. Wir haben immer zusammengehalten. Das war wichtig für uns. Da wir nicht verraten haben, wir mussten alle 24 Kinder an die Tafel und wir haben diese 8 Schläge bekommen. So, der Bruder, von dem das geschrieben hat, er weiß nicht, wer geschrieben hat. Ne? Aus Angst hat er, aus Reflex hat er immer seine Hände zurückgezogen. Dann hat gefragt, bist du rechts oder links Händer? Der hat gesagt, ich bin rechts. Dann hat der Direktor Handgelenk gehalten und er hat ihn geschlagen. 9-jähriges Kind, also 3. Klasse. Der schlägt, es wird rot, es wird Blase, es platzt, fließt Blut und der schlägt weiter. Können Sie sich mal vorstellen, für ein aramäische Silbe an die Tafel in der Pause. Stellen Sie mal vor, wie als Christen, wie wir gelebt haben jetzt da. Brauche ich nicht weiter zu schildern hier. Und diese Barbaren wollen hier sich einnisten und hier diese Europa erobern. Nicht nur Türken, ich spreche von gesamten Sunni-Moslem. Später erkläre ich auch die verschiedenen Gruppierungen des Islam. Islam, Gott sei Dank, sind nicht alle gleich, aber wer sich an Koran hält und glaubt, gibt keinen Unterschied. Wer sagt, wer das sagt, ich glaube nicht an Koran, dann mit ihm kann man verhandeln oder leben. Sonst, alles ist, das ist die Ursache. Dann, 85, Sie sollen vorstellen, dass die Islam denken, Andersgläubige, alle sind geschaffen von Gott für ihre Gunsten, um denen Nahrung zu providen, zu bereiten. Also die sind Diener, Sklaven geschaffen worden für Islam. So denken die. Was die Christen haben, das gehört sowieso den Moslem. Wenn sie wegnehmen, klauen, das ist nicht klauen für sie, das ist selbstverständlich. So, jetzt bekommen die hier Sozialhilfe. Das mussten die Ketzer denen geben. Das gehört nicht dazu. Also es gibt keine Dankbarkeit. Niemals. Es ist so. Es wird vielleicht hier nicht gesagt, aber da drüben haben wir sogar gesagt, wo komm. Das Praktische und das Theoretische stimmt überein. Drüben. Hier, man lebt noch in Taqiyya. Taqiyya heißt, ein Islam in Minderheit sind. Heißt, dass verschiedene Gesichter haben. Und das ist wahr. Die können sich noch nicht outen, noch nicht so weit. Weil in islamischer Vorstellung von Anfang an bis heute, zuerst geh in ein Land, sollst du dich so lieb zeigen, sogar auch wenn es drauf ankommt, deinen Glaube absagen. Kein Problem. Allah wird dir verzeihen, weil um Allahs Ziel zu erreichen, darfst du alles machen. Lügen, betrügen, sich selbst leugnen, alles ist in Ordnung. Das ist die erste Stufe, damit du im Auge der Einheimischen gut fällst. Dann, die Augen werden verblendet. Die sehen nicht mehr der Freche dahinter. Die sehen das ganz Niedliche, das Liebe, Hingabe, Gastfreundschaft, so vieles Gutes. Dann kannst du dein Ziel erreichen. Dann zweite Stufe ist, heirate mit den Einheimischen. Natürlich nach deren Recht. Mussten immer der angeheiratete Muslim werden. Kinder mussten als Islam erzogen werden. Sonst ist nicht richtig. Das kann nicht sein. Und dann
indem du deren Töchtern heiratest, dann hast du die Töchtern, und da haben die auch Rechte, besonders westliche Kultur, die Tochter und Junge haben selber Rechte, nicht wie in Orient, dass die Mädchen nichts erbt. So, dann hast du Fuß gefasst, hast du eigene Land da. Und wenn du stark bist, dann zeige, wer du echt bist. Ich glaube, es war Dänemarks Imam, hat es, glaube ich, bei Maischberger einmal gesagt, vielleicht viele ein oder andere, kann man noch nachgucken in YouTube, dass er gesagt hat, wir müssen in Türkei leben, geht nicht anders. Und dass sie gesagt hat, ja, und wenn wir genug sind, dann werden wir echt sein. Und dann hat sie immer nachgefragt, ja, was werdet ihr machen? Ja, er hat sich so irgendwie ausgeklungen, nicht direkt gesagt. Aber dann werden die als echte Muslim leben, deren Ziel erreichen. Ziel heißt, Europa, ganze Welt erobern, islamisieren, der Dar al-Salam machen. Es gibt Dar al-Harb, Dar al-Salam, das heißt, ja, Haus des Krieges, Haus des Friedens. Haus des Friedens heißt, wo alle schon islamisiert, Sunni-Muslim allerdings. Und wo Haus des Krieges ist, wo noch nicht rein Sunni-Muslim ist. Und das ist Ziel der Islam und der Koran. Von Anfang an, nicht von heute und gestern. So, jetzt komme ich zurück zu ein bisschen über die Geschichte, also meine Geschichte oder unsere Geschichte oder christliche Geschichte. Was ich erwähnt habe, ist es nicht seit heute und gestern. 8. Jahrhundert bis 8. Jahrhundert, Türkei war rein christlich. 8. Jahrhundert ist Islam gekommen von Arabien. Leider Gottes, davor gab es auch Kriege und die Christen haben, oder die Aramäer oder die Kopten haben gedacht, da sind gekommen, uns von Konstantina zu retten, haben die so geglaubt. Die haben den gesamte Wissenschaft beigebracht. Viele sagen, die Muslimen, gestern glaube ich, war eine Dame im Interview, dass über Spanien, der Wissenschaft, Kunst und Mathematik und was weiß ich alles, Algebra und so weiter, von Muslimen Europa gelernt hat. Nein. Um Gottes Willen. Die Aramäer oder die syrische Christen waren eine höchste Blute damals. Blute ist richtig. Die haben den Islam, weil die als Retter gefunden haben, alles beigebracht. Die waren analphabete Heldentreiber. Die haben die alles beigebracht und leider, wo sie dann hier hinkamen, die Aramäer waren die Brücke und die haben dann hier hingebracht. Ja, diese Fächer, sage ich jetzt. Und dann, nachdem sie nach kurzer Zeit, innerhalb noch nicht mal 150 Jahre, die haben ganze Orient unter ihre Fittichen. Vorher waren die als Beschützer, plötzlich waren die als Herren. Und schon 1000 bis 1200, also 8 Jahrhundert gekommen, ne? 1000 bis 1800, das war allergrößte Kalifatzeit, allergrößte Christenvernichtung der Welt. Die Christen im gesamten Orient, nicht nur in der Türkei, gesamte Orient, die dürften nicht ihre christliche Häuser 10 cm sein, als die Moslem höher sein. Die mussten runter. Alle Kirchenglocken wurden runtergeholt. Alle Kirchentürme zerstört damals. Dürfte keine Kirchenglocken. Da haben die später mit an Töpfe geschlagen oder sowas, damit sie sich zum Gebet rufen. In meiner Kirche, wo ich aufgewachsen bin, sind 4 Kirchen, gab kein Turm. Jetzt, also da meine Eltern gestorben sind, jetzt, wo Erdogan zeigte, dass das in Europa kommt, sich liberal oder was weiß ich, die Christen dürften weder Kirchentürme bauen. Unsere obere St. Demetrius haben wir einen Turm und ich habe versprochen, dass auf dem Namen meiner Eltern, Marienkirche ist neben, direkt Nachbar von uns, habe ich gesagt, ich tue einen Turm an Namen meiner Eltern für St. Marienkirche. Alle vier Kirchen haben keinen Turm gehabt. So wie die Häuser, Flachhäuser, ganz normal. Von damals runtergeholt. Unsere Marienkirche ist vom 3. Jahrhundert alt. Also St. Demetrius Kirche war vorher auch ein Tempel für die also heidnische Kulten. Dann wurde zur Kirche umgewandelt schon im 1. Jahrhundert. In meinem Dorf ist das von Andreas und Adai bekehrt worden als Christen, die Jünger Jesu, die geschickt hat. Also wir waren vorher jüdische Aramäer. Wir sind zu Christen schon im 1. Jahrhundert konvertiert worden.
Aber unsere Sprache haben wir nicht geändert. Bis heute ist Arabisch meine Muttersprache. So, jetzt die Geschichte, was ich damit sagen will. Innerhalb 200 Jahre, die Frauen mussten anders anziehen. Die Christen mussten Balkenkreuze tragen auf dem Feld. Können Sie sich mal vorstellen, wie schwierig das ist? Man flügt, also mit Ochsen und Pferde und so, und da hat man einen Holzkreuz auf dem Rücken. Können Sie sich mal vorstellen, 200 Jahre lang, die Christen mussten Holzkreuze tragen auf dem Feld. Dann haben die gesagt, naja, damit wir loswerden von diesen Kreuzen, können wir sagen, nur mündlich, nicht vom Herz, wir werden Moslem werden. Okay, haben die gesagt, die Kreuze waren runter, aber leider Gottes, die kommende Generation, automatisch wurden die als Moslem erzogen. Und so sind die Großstädte islamisiert worden. Und wir, die im Gebirge, kam dieser Druck auf uns nicht. Die Kirchen überall wurden sich zerstört, aber diesen Druck des Kreuztragen war das nicht in Turabdin passiert. Jetzt denken Sie mal, was wir alles durchgemacht haben. Und jede 50 Jahre, da gab es wieder Völkermord. Es wurde damals natürlich nicht publiziert wie heute. Gab diese Medien nicht, gab kein Fernsehen, kein Radio, nichts. Aber es gibt Schriften, Augenzeugen, die das geschrieben haben. Und diese Quellen kann ich alle fast. Und daher, wenn ich hier rede, Deutsche oder Europäer, egal, die werden sagen, die Schwester Hatune spricht aus Betroffenheit, stimmt nicht. Ich spreche wohl aus Betroffenheit, aber stimmt hundertprozentig. Ich bin political incorrect. Ich sage von Anfang an, die Politiker lügen. Die sagen nicht die Wahrheit, die meiste davon. Ich verurteile nicht alle, aber Politiker ist nicht ehrlich. Und man muss ehrlich sein zu seinem Bürger, zu seiner Meinung, zu seinem Glaube, zu alles. Man muss ehrlich sein. Nur Wahrheit kann gehen. Lügen haben kurze Beine. Und jetzt sehen wir, was hier passiert. Es wird noch weiter passieren, wenn das nicht gemacht wird. Ich leide schon jetzt mit unserem Volk hier oder mit meinen Geschwistern hier in Europa. Ich leide schon jetzt. Seit 32, 33 Jahren, ich gaukle wie ein Gaukler auf der Straße, in Seelen, in Universitäten, Fachhochschulen, überall, wo ich berufen werde. Aber leider Gottes, ich sage nicht, die sollen mir zuhören, aber die sollen nachforschen, was ich gesagt habe. Dass das wirklich wahr ist, dass was bewegt wird, dass was getan wird. Man darf nicht fanatisch sein. Man darf nicht die Tür vor den wirklich um Leben bangenden Menschen zuschließen. Nein, um Gottes Willen. Man soll gucken, wer wirklich leidet und aufnimmt. Ich bette darum, dass die Flüchtlinge hier hinkommen dürfen. Aber wer bitte? Das wirklich Missbrauchten, Schwerpunkt, die verfolgt werden, die um ihr Leben jeden Minuten bangen, für den soll die, egal wer das ist, ob Jesidi oder Christi, egal wer das ist, dass die kommen. Und wenn die kommen, diese Leute haben keinen Anspruch auf Handys, beste Mobilien und auf eigene Gebetsecken und dies und jenes. Die werden sich unterordnen, weil es geht ums Leben. Die anderen, die nicht echt sind, die fordern. Die kommen hier und die sagen, das muss ich haben, das muss ich haben, das muss ich haben, das muss ich haben. Und meine Rechte muss ich durchsetzen. Da sind keine Flüchtlinge. Eroberer. Da sind Eroberer, hundertprozentig. Also ich habe mit einem, das ist eine Geheimquelle, darf ich den Namen nicht sagen, aber von einem Vertrauten, der auch bei Behörde arbeitet, der hat mir erzählt, dass die haben einen ISIS gefasst hier und die haben gemerkt, der hat viel hinter sich und die haben gesagt, wir möchten, dass du die Wahrheit sagst, wie du hier rüberkamst. Und er hat erzählt, dass die 500.000 von Saudis, die sollen vorübergehend ihre Bart schneiden, also nicht als ISIS sich zeigen von Äußerlichkeiten, dass sie gesponsert wurden, hier nach Europa geschickt. 500.000 junge Männer von Saudis gesponsert nach Europa kommen. Da sind alle keine Flüchtlinge. Die haben was anderes im Kopf. Garantiert. Und daher, AfD-Leute oder alle Politiker, rufe ich hier auf, dass sie haargenau gucken, wem sie ins Land
kommen lassen und wer hier zu viel ist, zurückschicken, konsequent genug sein. Wenn hier jemand, die sich an Gesetz nicht passt, zurück. Weil diese haben was anderes mit diesem Land vor. Und ich denke, komme ich jetzt zu Gedanke Moschee. Ihr könnt mein Buch lesen. Seite, Glaube an die Tat, ist schon Bestseller geworden. Wenn ich gelesen habe, nicht weil mein Buch ist, also Verlag verkauft das, ist 10 Euro da hinten. Ich würde euch raten, das zu lesen. Ist 10 Euro, ist nicht viel. Und 36% geht an den armen Menschen davon. Das ist, was ich davon bekomme. Und, aber sie haben dann genug bisschen Informationen, können sie sogar für den kommenden Wahl was davon ziehen. Seite 69. Ich habe eine kleine Anekdote oder Geschichte, das ist wirklich wahr geschehen, geschrieben. Die, ich mache kurz nicht, das könnt ihr selber lesen, aber wie das entstanden ist, haben Sie erwähnt, ich hatte Bundesverdienstkreuz bekommen 2010. Ich bin in Kassel eingestiegen, weil ich eine der Jüngsten war, nach Wiesbaden für, so als Ehrenempfang oder sowas vom Innenministerium eingeladen. Bin ich in Kassel eingestiegen, da sitzt ein junger Mann und mit einem Kind dort. Ich mache so die Tür auf, diese Scheiben, ja, und er guckt nach oben, na Schwester, Italienerin, nein, Griechen, nein. Spanier? Nein. Oh, er sagt, ich bin aber baff jetzt. Sind Sie wohl nicht gebürtig Deutsche, oder? Irre ich mich? Also, nein, Sie irren sich nicht. Ich bin nicht hier geboren. Ich bin in der Türkei geboren und hier als Flüchtlinge gekommen. Wie, Türkei und Christen? Ich habe gesagt, wie, haben Sie bis jetzt auf dem Mond gelebt, oder was? Das war so, bevor ich sitze, ja. Dann habe ich mich gesessen und haben wir uns unterhalten. Im Buch steht in Mannheim, aber richtig ist nicht in Mannheim. Wir haben ein paar Namen und Orte gewechselt. Weil das, wegen der Sicherheit. Und dann haben wir uns unterhalten. Ich habe Ihnen erzählt, warum ich nach Deutschland gekommen bin. Ich bin in einer sehr reichen Familie aufgewachsen. Wir haben jährlich 100.000 Deutschmark als Überschuss aus eigenem Land. Wie unsere Dächer, also bei uns sind Flachdächer, konnte man Fußball spielen. Jede Tiersorte hat eigenen Stall. Und dann 84, mein Vater hat 20 Gäste, dass sie bei uns unterkommen können, dass wir uns nicht zusammenrücken brauchen, noch dazu gebaut. Wir wollten nicht nach Europa. Warum soll ich nach Deutschland kommen? Leider. Bei uns fehlte nur diese menschliche Akzeptanz, dass wir Menschen sind. Unterdrückung war auf uns tagtäglich. Angst um Leben. In meinem Dorf. Oft wurden wir angegriffen, oft wurden wir geschlagen, viele. Die Bräute wurden mit Gold und ihre Brautkleid entführt, Bräutigam getötet oder die Jungfer, sagt man, diese Begleiterinnen. Ich war sogar einmal dabei, die Schüsse kamen, fast war ich auch betroffen, ich war Kind, glaube ich, 5 Jahre oder so. Ich habe noch die Schüsse tun in meinen Ohren damals. Die Begleiterin war, ihre Arme geschossen, Blut fließte da und Braut war weg und nie wieder zurückgekommen. Und das waren wir Christen, wir Mädchen, wir mussten uns decken, nicht aus Glaubensgründe, sondern damit ja nicht ein Moslem sich in uns verliebt. Wenn ein Moslem in uns Christen verliebt, dann hat sich dieses Mädchen keine Chance, als Mädchen ihres Vaters zu bleiben. Egal wie, die wird entweder Nacht oder Tag oder egal wie entführt oder mindestens missbraucht. Ja? Und daher haben wir uns zugedeckt, auch das Sonntag waren wir frei, wir haben den Kopf frei gehabt. Weil Sonntag waren wir nie auf dem Feld oder so, da waren wir innerhalb des Dorfes. Da haben wir Jugendgruppe zusammengespielt. Sogar auf Feld von meinem Vater. Naja. Was ich hier damit sagen will, ich hatte dann nicht nötig, hier hinzukommen. Aber leider die Unterdrückung war da. Diese barbarischen Verhältnisse des Islam über uns, Christen. Bis heute gibt es noch Christen da. In meinem Dorf aber nicht mehr. Aber es gibt noch ein paar Dörfer, die noch ja, versuchen, jetzt manche zurückzugehen. Ja, der jetzt türkische Staat hat die Kirchen enteignet, wie Sie wissen. Es gibt das Gericht, dies und jenes. Also es ist immer mit Geld verbunden, immer mit Kopfschmerzen, immer mit Hau ab, du Ketzer, immer wenn die zum Büro gehen oder sowas. Es ist immer diese Bestechung und. Also es ist Kopfschmerzen. Unser eigenes Land mussten wir zurückkaufen, weil das einfach enteignet ist. Es hat mit Geld und dieser Unterdrückung zu tun.
oder das Restliche, was noch da ist, nur 3.000 sind in diesem Gewirr, oder Abdin, die mussten auch raus, damit alles für sie bleibt. Und da an der Nähe gibt auch natürlich, das ist nahe zu Syrien, da gibt auch Quellen, also Schätze unterm Boden. Und wenn die Christen raus sind, dann können sie das auch rausholen. Naja, das ist alles politisch und ökonomisch und religiös alles zusammen. Also wir sind religiös, Schwerpunkt verfolgt, dann politisch. Also religiös. So, und jetzt bin ich hier hingekommen. Ich habe Gott sei Dank hier studiert und so weiter. Habe ich alles diesen Mann erzählt. Und da habe ich gesagt, das Hauptproblem ist im Buch, ja. Das Hauptproblem ist, dass wir flüchten mussten, ist der Koran. Und plötzlich erschrecken sie sich nicht. Der sagt, jetzt verstehe ich. Ich habe gesagt, erschrecken Sie sich, ne? Also der hat so wirklich mich erschrocken. Ich habe mich erschrocken, wie er sich so geäußert hat. Ich habe gesagt, was verstehen Sie? Er sagt, sehen Sie meinen Sohn? Tobias heißt er, wir nennen ihn Tobi, der ist 4 Jahre alt. Ich habe mit einer jungen islamisch-türkischen Familie ein Doppelhaus gebaut. Und Zufall, wir haben Tür an Tür, und Zufall haben wir Söhne bekommen, beide, in selben Woche. Die haben Mohammed und ich habe Tobias. Diese Kinder, soweit sie krabbeln konnten, die haben einander besucht. Jetzt sind genau 4 Jahre. Der kommt zu uns, der kleine Mohammed, wir kochen sogar extra ohne Schweinefleisch für ihn. Aber seit 2 Monaten kommt der gar nicht zu uns. Der ignoriert uns total. Und Tobias leidet. Stimmt das, Tobias? Sagt, ja, Papa, da kamen schon die Tränen in seinen Augen. Er sagt aber, vor 2 Wochen habe ich ihn in eine Ecke gedrängt. Da habe ich gesagt, Mohammed, jetzt sagst du mir, er sagt, ich habe nicht ihn angefasst, aber keine Chancen, dass er weglaufen kann. Mohammed, jetzt sagst du mir, warum du nicht mehr zu uns kommst. Haben wir was dir angetan? Wir werden uns entschuldigen. Aber sag, was ist unsere Schuld? Ihr seid doch Freunde, du und Tobias. Plötzlich speist er seine Hände so beide und er sagt, bitte, bitte, komm mir nicht nah. Ihr seid Ketzer, ihr seid schmutzig, ihr isst Schweinefleisch, ihr trinkt Alkohol. Und ihr seid ekelhaft. Ich weder esse ich mal bei euch noch, trinke ich bei euch noch, seid ihr meine Freunde. Und dann streckt er seine Hände nach oben. Der sagt, oh Allah, verzeih mir, ich wusste nicht, ich werde nie, ich schwöre dir bei meinem Leben, dass ich mit diesen Ketzern nie mehr zu tun haben möchte, in allen Bereichen. Er sagt, ich bin echte Muslim, ich gehe zur Moschee mit meinem Papa. Und meine Koran, mein Allah sagt mir, dass ich mit euch keine Freundschaft schließe. Und daher lese ich euch einen Vers, damit ihr, und da solche Verse sind 26 Mal im Koran alleine. Ich lese nur einen Vers, damit sie wissen, Sure 5, Vers 51. O ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Freunden. Einander nehmen sie zu Freunden. Und wer von euch sie zu Freunden nimmt, siehe, der ist von ihnen. Siehe, Allah leitet nicht ungerechte Leute. Geht der Vers so zu Ende. Das Kind hört sowas. Komisch. Vater und Kind gehen sich zusammen zur Moschee, die hören das selber. Aber Vater wird sagen, hallo Nachbar, wie geht's dir? Der wird lächeln. Aber das Kind, wieso reagiert so? Kind kennt noch kein Takia. Takia habe ich vorher gesagt, was das ist. Das Kind kann noch keinen. Aber der Vater, wir wachsen leben im Takia. Also, Moschee bauen in Deutschland ist allergefährlichste Methode, Deutschland oder Europa zu erobern, zu konvertieren, unter Druck zu stellen, weil der Gefahr entsteht durch Moschee. Ja. Weil die Kinder werden indoktriniert von dieser Lehre. Von Anfang an, Moschee war Mahrab, war ein Treffpunkt, der strategische Plan für nächste Kampf und Angriff und Plünderung. Von Anfang an. Moschee ist nicht vergleichbar mit Kirche, ein Gebetort. Heute nutzen das aus. Die sagen sowas, damit keiner sagt, ja, für Beten hat jeder Recht, ein Gebetshaus zu bauen. Um Gottes Willen. Moschee ist ein Treffpunktort für nächste Angriff. Nichts weiter. Ich kann Ihnen garantieren, von Geschichte bis heute, dass das so ist. Früher war so noch nicht mal ein richtiger Raum. Durch die Konvertierung oder unsere Kirchenübernahme, dann gab Räume, dass die Leute sich treffen. Früher waren nur Säule und die trafen sich bei dieser Säule draußen.
Also, Koranlehren in Europa ist gefährlich, gefährlicher als alles. Deshalb, ich sage immer und offen für jede Politiker in Europa, dass diese muss reformiert werden. Das sind nicht die Menschen, das ist der macht diese Menschen zu Terroristen. Warum sage ich sowas? Ist er so auseinander zerfallen, dass ich alles von Händen runterhole, damit ich aufmachen kann? Okay, ich lese ein Vers von Hunderte, Tausende. Sure 47, Vers 4 von Mohammed selbst. Und wenn ihr die Ungläubigen trifft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt. Dann schnüret die Bande. Dieser Satz alleine reicht ISIS zu motivieren oder Islam zu motivieren, anderen alle zu vernichten. Kann man nicht interpretieren. Ist nicht Vergangenheit. Und wenn sie Ungläubige, das ist Präsenz und Zukunft. Und davon ähnliche, das wisst ihr vielleicht, viele von euch vielleicht nicht, weiß ich nicht, sind 200, gehen Ungläubige, 206 Verse. Nur im Koran. Koran ist nur 14% der islamischen Schriften. Die anderen sind genauso gültig, obwohl die Quelle ist Koran, aber die anderen sind genauso gültig, unfragbar, unveränderbar und gültig für immer und ewig. Das ist für sie Allahs oder Gott. Also, deren Gott ist nicht unser Gott, tut mir leid. Ich kann nicht deren Gott als Gott bezeichnen. Das ist deren Allah. Warum? Weil deren Allah erlaubt nicht, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist. 25 Stellen sagt, wer diese Schriftbesitzer, wer sagt, dass Jesus Christus, also Dreifaltigkeit, nicht nur geleugnet, sondern getötet werden müssen. So, wie kann der Gott, der Christen, der selbst Jesus Christus zu uns geschickt hat, seinen geliebten Sohn sowas sagen? Das ist nicht möglich. Das heißt, es ist andere Gott, was sie daran glauben. Jesus hat selbst gesagt, nach mir kommen viele falsche Propheten. Was sind das falsche Propheten? Nach Jesus gibt es doch keinen Propheten. Was hat Mohammed getan, außer Kinderschändung? Die Eiche war doch ein Kind, sechsjähriges. Der hat 49 andere Frauen. Der hat nur getötet und geschlachtet. Was hat er gemacht? Der hat nur diesen Barbarismus auf diese Welt gebracht. Der soll Prophet sein? Tut mir leid. Und das ist falscher Prophet. 1. Johannes 2,22 sagt, also jetzt komme ich zurück zu christlichen Quellen, wer ist nicht der Lügner, wer nicht der, der das leugnet, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist? Der ist Antichrist. Also wenn wir ehrlich sind als Christen, wir haben mit Antichrist zu tun. Nichts weiter. Das sehen aber die Christen nicht. Oder sind wir nicht mehr Christen geblieben? Wir müssen versuchen, den Christus, diesen Menschen, Christus der Liebe, der Weg und die Wahrheit und der Zuversicht diesen Menschen beibringen. Das ist unsere Aufgabe. Der hat uns gesendet. Dass wir in Liebe als Menschen, egal welche Rasse, welche Glaube, miteinander leben können. Das können wir nur unter christliche Gesetz leben. Friedlich, liebevoll. Nur durch Liebe können die Menschen einander akzeptieren. So, das waren... Wie spät haben wir noch Zeit? Noch ein bisschen Zeit. Okay. So ein bisschen mal geschichtlicher Hintergrund. Also ich habe in der Schule unter diesem Koran gelebt. Unterdrückung, bis es nicht mehr geht. Mein Vater hat mir seinen Militärdienst gemacht. Also der hat türkischen Staat gedient. Von 60 bis 62 waren 3 Christen unter 700 Moslem. Und die dürften nie weder in den Duschen, weil die Ketzer schmutzig und rein wären. Noch ihre Wäsche da tun. Noch zum Arzt gehen, wenn sie krank waren. Und die dürften noch nicht mal in Schatten sitzen.
Die dürften noch nicht mal, also in heiße Sonne, können Sie sich mal vorstellen, es ist sehr heiß in der Türkei, also unter der Sonne sitzen. Die wurden noch dazu mit Steinchen geworfen, du Ketzer, und das schönste Wort war Ketzer oder Gavr, oder ja? Esel, Sondersesel oder unten und so weiter. Also immer nur beschimpft, extreme, perverse Begriffe. Und dann mein Vater sagte, ich habe eines Tages versucht, Gott sei Dank, es gab an der Nähe einen Fluss. Der hat immer seine Hände mit seine Kleider selber gewaschen. Oma hat ihm Seife geschickt. Er sagte, eines Tages habe ich mich gewaschen. Nennt man hier Katzenputz oder sowas. Natürlich kann er nicht in den Winter in den Fluss stellen. Das ist zu kalt, ja. Aber immerhin, ja. Aber er hat seine Wäsche gewaschen mit Seife. Der hat die andere angezogen. Er sagte, etwa 200 Soldaten sind auf mich zugekommen. Und die haben mich wieder ausgezogen und so in Kreuzform gehalten. 8, 9 Männer, dass ich mich nicht rühren kann. Und die andere wohnen wie Schlange, also an der Reihe. Jeder dürfte tun, was er will. Entweder Box oder Klappe oder Tritt oder mindestens Spuck, ja? Und vorbeigehen. Der sagt, so etwa sind vorbei, 40 Leute an mir vorbei. Und jeder hat ihn gefordert, Islam zu werden. Er hat das verneint. Soweit er verneint hat, dann hat er was gekriegt. Und mein Papa hatte so buschige Haare hier am Brust gehabt. Er sagt, nach 40 Leuten habe ich nach unten geguckt. Da war wie ein Schaum von Spucke der Soldaten auf meinem Brust. Und er sagte, dann habe ich laut gesagt, Jesus, ich gehöre dir, egal, ich bin nicht besser als du, was die mit mir machen, ich gehöre dir, ich bin dein Lamm. Dann haben die gesagt, diese Ketzer hört doch nicht auf. Dann haben die ihn in Ruhe gelassen. Also mein Bruder hat 81 bis 83 seinen Militärdienst gemacht. Er nicht anders als mein Vater seine Erfahrung, weil die Christen waren. Also, etwa können Sie mal vorstellen. Und unter diese Unterdrückung sind wir hier hingekommen. Gott sei Dank, wir haben unser Leben gerettet. Mein Vater ist nicht durch Rotbohnen getötet worden. Das können Sie im Buch lesen, brauche ich nicht mehr zu sagen. Wie ist ein normales Tod hier in Deutschland, vor 3 Jahren gestorben. Die haben auf Koran geschworen, ihn zu töten. Und diese Schwur geht noch bis 100 Jahre. Es wird nicht gelischt. Jetzt erzähle ich über meine Stiftung kurz. Ich bin so erzogen in so eine sehr christliche Familie. Mein Vater war Geber und nicht Nehmer, immer. Wir waren sehr reich, habe ich gesagt. Ich bin nach Deutschland, ich habe hier studiert und sehr jung wollte ich in Kloster eintreten. Ich bin auch eingetreten, Erfahrung schon in der Schule gesammelt. Mit dritten Lebensjahr, glaube ich, ist entschieden worden, dass ich ins Kloster gehe von mir, weil ich was einen Todesfall erlebt habe als von unserer Nachbar. Ich glaube, da ist passiert und so weiter. Weil erste Schultag hat der Direktor uns gefragt, was wollt ihr werden? Dann habe ich gesagt, ich möchte Nonne werden. Dann hat er gesagt, wieder nicht erschrecken, bitte. Was ist das? Er wusste schon, weil in der Nähe von seinem Dorf, wo er herkam, da gab ein Kloster, St. Gabriel, was schon mal bekannt ist. Der wusste schon, ich wusste nicht. Bis ich nicht nach Deutschland gekommen bin, ich habe nie eine Schwester in meinem Leben gesehen. Aber ich bin glücklich, auch wenn ich jetzt gefragt werde, willst du nochmal Schwester, ich werde sagen, ja. Ich bin allerdings keine Nonne, ich bin Schwester. Nonne heißt ewige Gelübde, gehorsam leisten. Das habe ich nicht getan, weil ich draußen arbeite. Ich bin nicht kontemplativ, sondern aktive Schwester. Bisschen aus dem Rahmen gesprungen von unserer Kultur, aber ist in Ordnung. Und jetzt haben wir, vorher war ein Verein, vor 28 Jahren habe ich einen Verein Helfende Hände gegründet. Und dann, jetzt ist Stiftung seit 2005 in Indien. Leider, die haben auf meinen Namen gegründet, ich war nicht dabei. Ich habe verneint, aber das ging nicht. Die haben gesagt, du hast... Seit 2000 Jahren kommen Christen aus Orient zu uns, haben nie mit Karitativ angefangen. Mutter Teresa kam das von Jugoslawien. Aber du hast hier angefangen, es muss deinen Namen tragen. Wir haben schon registriert. Ich war sogar beim Flüchtling in einer irakischen Grenze, wo ich Anruf bekommen habe. Auf jeden Fall, da konnte ich jetzt hier in Deutschland nicht zweite Stiftung unter zweite Namen machen. Da musste ich diesen Namen selber, also Geist Sister Hatun Foundation, hier Schwester Hatun Stiftung. Aber heute diese Stiftung ist, ich habe mein Leben für Matthäus 25, 40 gewidmet. Da sagt Jesus, was du den geringsten Mitmenschen getan hast, hast du für mich getan. Und die Stiftung tut dasselbe Kapitel 25, 34 bis 50. Steht das auch auf dem Flyer da unten. Können Sie auch in der Webseite, können Sie ein bisschen mehr wissen. YouTube, mein Name klicken, können Sie auch viele Berichte hören in verschiedenen Sprachen. Direkt vor Ort auch. Diese Stiftung haben wir als
Tätigkeit. Ich mache kurz, Jesus sagt, ich war hungrig, ich war nackt, ich war obdachlos, ich war krank, ich war durstig und ich war im Gefängnis und krank, habt ihr getan oder nicht? Das ist, was wir tun. Wir versuchen, für Obdachlosen Häuser zu bauen in verschiedenen Ländern, für Durstenden Wasser, Brunnen zu graben, für Hungrigen geben wir Nahrung in verschiedenen Ländern, für Kranken geben wir in verschiedenen Ecken Free Medical Camps, Untersuchung und Medizin. Beispiel nur in Indien und Nepal, 26.000 Patienten im Jahr, kostenlos. Für Nackten geben wir Kleider. Gefängnisse ist ein bisschen außer das Programm, weil ich habe in Ägypten Beispiel versucht, Christen, die aus dem wegen Glauben im Gefängnis kamen, besucht, die haben gesagt, hey, sie haben deutsche Pass, die dürfen nicht ins Gefängnis reinkommen. Also Gefängnisse nicht, aber versuchen wir die anderen fünf Elemente, versuchen wir nach dem Maß der Spenden, die bei uns ankommen, das zu verwirklichen und den Menschen zu helfen. Wir sind im Moment in 40 Ländern Präsenz, 18 Länder sind wir aktiv, wir haben Projekte, die anderen Länder sind Förderländer, aber wir haben Teams da. Ich habe ein Foto hier behalten, das ist in Deutschland. Ich habe sehr schöne Feigen, wenn Sie Anfang August mich besuchen wollen. Adresse steht auf dem Flyer. Ich lade Sie mal ein, mal dahin zu kommen. Oder auch, Sie können Ihre Veranstaltung, wir haben einen größeren Saal als diese, in Zukunft ungestört da bei uns zu halten, ist möglich. Und viele andere, die keine Chancen haben, sage ich, über die Wahrheit zu sprechen. Versuchen Sie mal Kontakte zu halten. Meine Daten sind auch auf dem Broschüre drin. Ich bin oft nicht da, aber per E-Mail bin ich, wenn Sie das in der Webseite gehen, wenn Sie mich irgendwie erreichen. Also das sind Feigen, die in Deutschland wachsen. Seit 4 Jahren habe ich diese Bäume gepflanzt. Wir haben kleine Konvent dort. Wir haben ein Haus für Flüchtlinge jetzt, die wir bauen möchten für die Schwerpunkt missbrauchte Frauen und Mädchen und Witwen und Kinder. Aber bei mir kommt kein junger Mann rein, das ist nicht möglich, darf er nicht. Ja, die dürfen auch diese Feigen essen, wenn sie da sind. Ich gehe mal weiter, ich zeige euch mal von diesen Werken, was ich gezeigt habe. Ich setze mich und dann ganz kurz durch die Länder, Beispiel Afrika.